So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die. Ach ja, ich bin hier überladen. Ganz langsam bewegen wir uns hier mal raus. Ach. In der Hoffnung, dass Freeman auch gleich kommt. Der ist ja leider ein bisschen verhindert gewesen. Und hier ist irgendwo ein Gegner. Sehr gut, Nitratpulver. Eine Lagerkiste. Ah, Freeman, hier ist dann noch im zurückgelassenen Müll ein Kerzenhalter aus Messing. Brauchen wir. Erstmal hallo allerseits. Ich gucke erstmal, dass ich hier. Ah, okay. Ja, im Tunnel. Patronenhülsen finden sich auch noch. Line annehmen, Party-Event. Ach ja, warte. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Mach heute Party. Machst du heute Party? Natürlich mache ich heute Party. Machst du heute Party? Natürlich mache ich heute Party. Oh, Medical Supplement. Oh, Tierfett, was ich nicht mitnehmen kann. Scheiße. Aus. Was hau ich denn dafür weg? Geh mal raus, ich hab noch Platz. Okay, jetzt müsstest du da liegen. Ach, da bist du ja schon. Und hier liegt noch ein Bleirohr. Oh, 3 Chetons, die kann ich aber auch nicht mitnehmen. Aber die sind nicht ganz so wild. Ich kann kein Leder mitnehmen. Ich kann Leder noch mitnehmen, glaube ich. Welches Level hatte deine Schrotflinte? 4. Hast du eine bessere? Nö. Oder kann ich das Leder mitnehmen? Ach, das hatte ich ja gerade. Ich gehe mal langsam hoch. Nö. Das ist die Zeit. Ja, ich renne schon. Schneller geht's nicht. Oh, hallo. Du hast aber einen schönen Mund. Lass ihn durchklopfen, dann habe ich noch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Ausdauer. Ah. Ach, das dauert mir zu lang. Der ist eh zu blöd. Wieso sind hier so viel? Warte, ich komme ganz langsam. Soll ich schießen? Ja, ist eigentlich noch nicht notwendig. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin zu lahm, ich bin zu lahm, ich bin zu lahm, 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 ich bin zu lahm, zu lahm, lahm, zu lahm, lahm, lahm. Nein, warte! Schießt jetzt wieder Schrot? Die ist cool, hä? Nicht anders. Ich wollte um sie rundherum laufen und von hinten angreifen. Achso, du hast auch gar nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Ja. Yep. Du hättest dich fressen lassen können. Fürs Team. Nein, wollte ich jetzt. Ah, hier ist noch einmal frisches Wasser. Das konsumieren wir gleich mal. Ja. Eine Dose Fond. Die konsumieren wir. Ich habe einen Amboss gefunden, ich weiß gar nicht mehr wo. Ja, sind wir. Amboss kannst du zerlegen. Den brauchen wir nicht. Oh, ich habe eine Flasche Wasser gefunden. Vorrat, das ist dein. Ich trinke es auch einfach, weil ich brauche es nicht. Amboss kann ich zerlegen, hast du gesagt? Ja, den brauchen wir nicht. Auch Eisenrohre kannst du auch alles zerlegen. 150. Sollten wir rausgehen oder sollten wir ein bisschen looten? Was ist besser? Jetzt draußen. Weil ich kann absolut nichts. Ich auch nicht. Ich trinke gerade bloß noch Wasser und nehme die leeren Flaschen mit. Ich fahre jetzt Richtung Base. Ich komme gleich. Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier weiter renne, finde ich bestimmt gleich Serals. Wenn ich nur wüsste, wo mein Auto... Ah, da vorne ist mein... Bett. Erstmal muss ich Elton zerstören. Nimm das, Elton. Schönes Haus. Ich würde es gerne weiter erkunden, aber ich... Halt, Moment, ich kann noch Sachen ins Motorrad packen.
Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. 11 Punkte. Was ist mit Punkte? Aber 11 Punkte zur Verfügung. Ist doch schön. Oh, der Boden ist echt. Ich dachte, das ist wieder so eine Täuschung. Ach Mist, das ist schon voll. Vielleicht gehe ich doch noch mal kurz durchs Haus. Mann, hör auf damit! Arsch. Ich bin zwar noch überladen, aber es geht mir ein bisschen besser. Ich würde gerne das Haus oben noch durchsuchen und da war noch was aus Messing, das ich gerne mitnehmen sollte. Würde. Nicht sollte, aber würde. Wie gesagt, ich krieg nichts mehr rein ins Inventar. Ja, ich konnte noch ein bisschen was in mein Motorrad reinprügeln. Hier war noch eine Eisenstange, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ja, das brauche ich nun wirklich nicht. Juckersaat. Jucker am Arsch. Jucker am Arsch. Wo war denn das jetzt? Das waren die Jucker. Find's nicht mehr. Vielleicht hast du es auch mitgenommen. Ich weiß es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Ist mir den auch. Messingständer habe ich mitgenommen. Ja, beim Ständer kreist der immer gleich zu. Ich weiß. Mag das. Ich hab die gern in der Hand. Je größer, umso besser. Und hart müssen sie sein. Ich glaube, dann zerlege ich mal die Couch hier noch ein bisschen. Brauchen wir überhaupt das Leder noch? Eigentlich nicht. Ich nehm's trotzdem mal mit. Oh, eine Dose Thunfisch, das ist geil. Da kann ich nämlich ganz tolle Sachen draus machen. Da wären? Ein Thunfisch-Sandwich zum Beispiel. Hey, waren wir hier schon? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du bist. Nein, hier waren wir noch nicht. Den markiere ich mal auf der Karte. Ein Working Stiff Tool. Ah, du wolltest heute ja irgendwas Besonderes machen, wenn ich mich recht entsinne. Achso, eigentlich wollte ich farmen. Ja, genau. Ach, echt? Hast du nicht das letzte Mal nach der Aufnahme gesagt, dass du irgendwas machen wolltest? Irgendwas wollte ich probieren. Weiß nicht mal was. Was Blödsinn. Die sitzt erstmal gechillt hier rum. Ah, so viel Wildtiere und ich kann keins töten. Also töten können, aber nicht wirklich. Kannst du nicht irgendwas in deinen. Kannst du nicht irgendwas zusammenpacken? Nein. Alles voll. Eigentlich ja toll, oder? Ist ja eigentlich der wünschenswerte Zustand, aber irgendwie ist auch blöd. Ich muss mal gucken, wie ich meine Skills dann einsetze. So, dann schlagen wir mal die Tür ein. Ich komme nach Hause und das Fahrrad fliegt erstmal hoch in die Luft. Oh, ist ein gutes Fahrrad, macht das nicht schlecht. Ja, sei gut. Froh, dass du es hast. Will das nicht mehr. Will neue. Ich glaube, ich habe gerade irgendjemand verärgert, weil ich hier was geklaut habe. Und ich müsste jetzt eigentlich jeden Tag zum Händler gehen, wenn ich ehrlich bin, um möglichst alles immer zu holen. Oh, da ist nicht viel. Aber davon ganz eine Menge. So, wo haben wir denn jetzt die... Ich habe doch Schüle aufgenommen, da. Wow, die Schüle bringen einen Scheiß an Holz. Du lass die ganz, schmeiß die so ins Feuer. Oh, ich zerleg die immer hier. Ja, geht auch. Ich glaube, hier ist irgendwo auf dem Dach noch jemand. Ich glaube, das Dach kracht unter meinem Gewicht zusammen.
Ja, eine Chemie. Chemie habe ich nicht, nö. Doch, habe ich doch schon gebaut. Ach, den Chemietisch? Ja, den hast du gebaut. Oh, was für ein billiges Haus. Da gibt's ja nicht mal irgendwas drauf zum Klauen. Keine geheime Kiste oder so. Wo zur Hölle seid ihr? Ich höre euch. Da springe ich mal lieber nicht runter. Hier könnte ich eigentlich runterspringen. Ich würde sagen, wir steigen erstmal hauptsächlich auf Schrotmunition, oder? Auf was? Auf Schrotflintenmunition. Ich mag die Schrotflinte ganz gern, wenn ich ehrlich bin. Das ist ganz gut. Lass mich, ich blute. Einmal im Jahr, einmal im Monat habe ich diese Zeit. Lasst mich. Die Erdbeerwoche. Ich hätte eigentlich gesagt, die Maler im Keller, aber du darfst so ausdrücken, wie du möchtest. Ich habe das Haus soweit leergeräumt. Jugendfreundlich ausgedrückt. Oh, ich habe jemanden überfahren. Verdammt, jetzt stecken die mich bestimmt wieder in den Knast. Ich mag dieses Spiel. Auch. Deswegen spiele ich es auch wieder privat. Ich habe keine Zeit mehr, wirklich was privat zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ist wirklich so, seit ich... Also wenn ich den YouTube-Kanal jetzt nicht hätte, ich glaube, dann würde ich gar nicht mehr spielen. So traurig sich das auch anhört, aber... Es ist wirklich so. Ja doch, ab und zu nehme ich mir mal noch die... Ja, aber es ist wirklich, auch wenn, ich nehme auch ganz selten nochmal so auf, aber es ist wirklich ganz selten. Wenn ich dann denke, früher hat man sich zusammen hingesetzt und dann hat man halt wirklich mal ein ganzes Wochenende, bis auf Essen und aufs Klo gehen und 2-3 Stunden schlafen, nichts anderes gemacht. Von die guten Jugend. Ja, und jetzt ist man erwachsen und träumt davon, dass man in so einen Girls laden kann. Kann man aber nicht, weil man verheiratet ist oder eine Freundin hat oder beides. Erlauben das immer nicht. Ja. Die können doch mitkommen. Ich hab tatsächlich meine beste Freundin würde mitkommen. Damals gesagt. Im Lokal, ja, ich komm mit. Aber mit der bist du nicht zusammen und deine Freundin. Freundin hat bestimmt was dagegen. Ah, die möchte da nicht. Kann die nicht für dich tanzen? Andererseits, das ist nicht dasselbe. Man will ja eine Fremde haben. Weiß doch, wie es aussieht zu Hause. Also ich bin dafür, der nächste Blutmond... wir gehen in irgendein Haus, was nicht geräumt ist. Eine Stunde vorher oder so, so ein Hochhaus. Was hältst du davon? Ja, unser altes Haus erstmal. Ja. Wenn ihr noch das zusammenkracht. Das ist schon ziemlich geil gewesen. Es war mega bescheuert, aber irgendwie voll geil. Hast du eigentlich Hunger? Brauchst du irgendwas? Nee, oder? Ich hab noch 4x Steak and Potato. Okay. Thunfisch! Nee, Eisen gehört da nicht rein. Warte mal. Stahlpfeile, die brauche ich nicht. Armbrustbolzen, die brauche ich auch nicht. Patronenhülsen habe ich ein paar gefunden. Ich habe haufenweise Kleber schon wieder. Und Blei. Blei ist gut. Ja, Blei alles unten im Keller, bitte. Mhm, alles was einschmilzt, hast recht. Das hätte ich schon wieder vergessen. Die Glasscheiben lasse ich aber hier oben. Halt. Jetzt brauchst du viel Gummi. Ja, Glas ist hier unten. Ja, ja. So, die tollen 2 Chetons. Irgendwo hatte ich noch welche, das weiß ich. Ich könnte da nochmal verkaufen gehen. Du kannst auch die stählerne Feueraxt verkaufen, die ich gefunden habe. Ich glaube, soll da auch was bringen. Ich glaube, es bringt wirklich mehr, wenn du... Warum liegen hier überall einzelne Patronen drin? Hat das einen Sinn?
Oder einzelne Magnum-Patronen. Hast du hier einzelne Patronen reingelegt? Ich verstehe den Sinn nicht. Warte mal. Ich kann gucken. Eigentlich ist Munition auch unten im Keller. Ja, ich... Achso, ja. Aber wir liegen überall einzelne Patronen in der Kiste. Ich bin ja schon am Auf. Ach, ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Wisst ihr was? So, ja, das hatten sie zum Stapeln. Ach so, damit es nicht irgendwo hinsteckt. Genau. Das hat schon seine Richtigkeit. Ich räume jetzt erstmal mein Motorrad aus und dann fange ich an zu ernten. Gott, ist das viel Kram. Oh, ein altes Jam-Sandwich. Voll geil. Was macht man mit diesen Dye-Dingern? Diesen Farben? Farben? Ja. Ah, da kannst du malen. Das sind Schematiken, wo du deine Wände streichen kannst. Oh, braucht man das? Kannst du Holz zum Beispiel mit Metalloptik machen. Naja, optisch nur. Es hält halt nicht wie Metall. Oder wir machen Stahlbeton, Blutmondfestung und machen dann Holzanstrich dran und alle Leute, die plötzlich reinschauen, regen sich auf, dass wir cheaten. Ja, kann man so sehen. So, da ist Sand. Eisen, Glas und Lehm, also kommt hier Eisen rein. Ich habe 4000 Eisen gesammelt. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Holz. Behalte ich. Keine Ahnung, was das ist. So, wir machen mal noch eine Trader-Kiste. Wir haben doch eine oben. Hast du vergessen? Nee, da ist momentan, sind noch unsere ganzen Schematics drin. Ach ja, ein altes Sandwich. Wie schön. Das sind meine Lieblings-Sandwiches. Schön alt. Trader-Kiste ist hier unten neben der Tür. Mhm. Nichts ist so köstlich wie ein altes Sandwich. Pack dir alles rein, was du verkaufen kannst. Okay. Und ich entscheide dann selbstständig, was ich wirklich verkaufe. Okay. Das Problem ist, ich will immer gar nichts verkaufen. Ich will bloß Sachen verkaufen, die ich anbauen kann. Kannst ruhig alles verkaufen. Ist Meister, nicht alles. Ja, aber ich denke dann immer, oh, das kann man doch noch gebrauchen und das kann man doch noch gebrauchen. Nicht unbedingt. Das ist so irgendwie bei mir drin immer. Ich nehme mal nochmal. Dann gucke ich mal, was ich hier noch alles loswerde. Ach, hier, das Geld kann ich mitnehmen. Dann hau ich da die Schematics rein, okay. Jo. So, Essen, trübes Wasser, nein. Ich hatte doch gerade noch irgendwas zu essen gesehen. Ach, keine Ahnung. Eisen braucht auch nicht rein. Ich komme, diese Ordnung macht mich ganz verrückt. Klebeband kommt auch nicht oben rein, oder? Alles unten bei der Werkbank mit hin. Auch das Leder und die Nägel, oder? Ja. Auch Öl? Mhm. Scrap Polymer, Bottle of Acid. Kann ich nicht hier irgendwo eine Gerümpelkiste machen und du sortierst dann alles? Deine Hausfrau? Wäre ganz praktisch, ich bin zu faul, wenn ich ganz ehrlich bin. Na klar. Hatte ich nicht Schwarzpulver. Was kommt denn hier rein? Sowas. Das hauen wir auch mal da rein, weil ich gerade keinen Bock mehr habe. Ist das Spiritus? Ah ja. Spiritus und trübes Wasser sieht irgendwie gleich aus, oder? Spiritus ist ein bisschen heller, glaube ich. Ja? Ich wollte auch mal stoppen. Heller sein.
So, dann schmelzen wir die Eisenstückchen ein. Ah, drüben ist... Das macht mich ganz verrückt. Ich pack das jetzt hier rein, dann schmilzt du das irgendwann ein. Ich habe da keinen Bock drauf, diesen ganzen Mist hier zu haben. Hier, Blei kannst du auch einschmelzen. Bonbondose kannst du einschmelzen. Das kommt hoch. Die Dosen brauchen wir. Und die Bogen wolltest du keinen haben, ne? Was wollte ich nicht? Bogen. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Einen Bogen. Nö, die mach ich die ganze Zeit kaputt. Dann kann der verkauft werden. Wie gesagt, ich mach die ganze Zeit kaputt, wenn ich sie finde. So, jetzt mache ich das, was ich ganz gerne tue. Ach, gut, du hast die Kartoffeln schon reingeschmissen, sehr schön. Da die Jetons. Das alte Geld. Kannst ruhig noch mehr Erste-Hilfe-Verbände reinschmeißen. Halt, Moment, das ist eine Stahlachs, oder? Dann denke ich, kann die eh bald bauen. Ich nehme die, da verkaufe ich lieber die eiserne Feueraxt, dann nehme ich die Stahlachs. Meine ist fast kaputt. Na gut. Es ist schon wieder nicht alles gleichmäßig gewachsen. Was für eine Rotze. Ich kotze. Ich gehe heute nicht mehr verkaufen. Oh, ist das so viel. Wird ein bisschen eng. Ja, ich würde es noch schaffen. Mir ist erst im Nachhinein gekommen, ich hätte eigentlich bei dem letzten Blutmond, wo ich gestorben bin, einen Raketenwerfer mitnehmen können und unten, wo so viele standen, hätte ich eigentlich wunderbar reinballern können. Klingt auf jeden Fall was. Ja, habe ich mir auch gedacht, das wäre wahrscheinlich echt genial. Hast du das gehört? Ja. Ich gehe mal kurz gucken. Viel Spaß. Nein! Ich treffe sie nicht! Du blöde Kuh! Ah, oh Mann! Stand ich auf da drauf? Hat der doch geschrien, oder? Ja, da kommt jemand. Hast du sie schreien gehört? Ah, die wollte gerade. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Schrei war oder nicht. Bestimmt. So, platt. Es gibt doch so einen Skill Lucky Looter. Ich habe mich mal darüber belesen und der sagt nur aus, wie gut die Sachen sind, die du findest. Ja, da steigert die Qualität, die du findest. Aber das bringt ja nichts. Das lohnt sich also gar nicht. Hier nicht. Früher war das mal so. Ich glaube, die hat doch nicht geschrien. Kann sein, dass der schwere Schlag ihr das Wort in den Hals hat stecken lassen. Oh, da ist noch ein Rapper. Zombies in der Haul. Ach echt? Oh, kommt der? Da war ich noch, ja. Ich hab gerade den Biker bloß gesehen. Hallo. 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 Wir sind vergnügt und froh. Da. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Aha. Ah, wo kommst du denn? Der hat seine Biker-Freunde mitgebracht, wie es aussieht. Brauchst du Hilfe? Nö, das sind bloß drei. Wenn es jetzt 22 Uhr werden würde, wäre es vielleicht ein bisschen blöd, aber... Da haben wir noch Zeit. Die mögen Muskeln haben, aber Muskeln sagen nichts über Kraft aus. Wir müssen ja nicht tot. Tja, habt ihr den Arm abgekloppt? Ups. Habt daneben geschlagen, hä? Da sagst du nichts mehr. Der lebt noch. Glatt. Was? Oh, der ist doch bloß noch ein Arm. Der ist ein Arm. Jetzt hat er keinen Arm. Keine Arme, keine Kekse. Oh, jetzt kann ich ernten. Aber jetzt bringe ich erstmal das ganze Zeug weg. Aber hartnäckig. Ich glaube, der ist jetzt auch nur gestorben, weil der seinen Arm verloren hat. Ich denke mal, das wird wie in Dead Space sein. Wenn sie keine Arme mehr haben und nichts mehr zum Angreifen, sind sie automatisch tot. Gerade früher ging das, da war das schön. Da hatten die keine Arme mehr und du konntest sie als Haustier halten. Irgendwo einbauen. Das wäre perfekt für einen Blutmond, wenn du genug davon hast. So. Besorg uns Holz.
tu das. Ach, dieses Sortiersystem macht mich krank. Papier. Kein Leder rein. Oh, da haben wir viel. So, das packen wir direkt da rein. Ne, Moment, das packen wir nicht da rein. Das ist falsch. Ich pack's mal da rein, weil ich nicht weiß, wo es braucht. Das ist eine Holzverschwendung. Na klar, ich mach's Feuer aus und dann ist mir heiß, natürlich. So, erstmal skillen. Das ist das wahre Leben. Ich mach jetzt mal Masterchef Maximal Level. Okay. Nee, kann ich nicht, mir fehlt ein Punkt. Sobald ich geerntet habe, mache ich maximal Level, dann kann ich alle Rezepte. Weiß gar nicht, was es so weiter gibt an Rezepten. Das sind spezielle Tränke, die du dann herstellen kannst. Ich kann zum Beispiel ein Getränk herstellen, dass ich 20% mehr Geld kriege, wenn ich handel. Da brauche ich auch da brauche ich 50 Jetons und Honig. Praktisch. Ja. Das zählt zwar nur für 3 Minuten, aber wenn du wirklich alles beisammen hast, was du verkaufen willst. Oh, kommt geht da, das schnell. Da kommt, kann ein bisschen was zusammenkommen. Weil die Händler haben ja endlos Jetons. Ich verkaufe dann übrigens wieder unsere ganze Ernte. Ah, so eine automatische Ernte wäre gut. Müsste wie bei Age of Empires sein mit dieser Vier-Felder-Wirtschaft. Die Warteschleifen machen kannst. Ja, die gab's ja anfangs auch nicht. Aber bei The Conquerors gab's das, ne? Ja, in der Steam-Version haben sie es mittlerweile eingepflegt, glaube ich. So? Okay. Ja, ich glaube es. Ich hab's tatsächlich die Steam-Version noch nicht gespielt. Das ist wieder bloß die Saat, diese Kacke. Ganz aber sehr praktisch. Ja, Conquerors konntest du auch mehrere Sachen gleichzeitig kaufen. Das konntest du im Original Age of Empires auch nicht. Da musstest du alles immer Hunderterbeträgen kaufen. Habe ich das eigentlich mal gesagt, dass ich mal das Spiel auf einer selbst erstellten Karte so lange gespielt habe? Also ich habe eine eigene Karte gemacht, wo nur Reliquien auf der Karte sind und ich. Ich weiß, die kann dich, glaube ich. Ja, wo ich dann wirklich das Maximum an möglichen Ressourcen gesammelt habe. Bei 106 Millionen irgendwas kann man dann nichts mehr sammeln. War nicht 1000 Reliquien? Nee, ich hatte sogar mehr. Ich hatte zum Schluss mehrere 1000. Möchtest du ein paar Steaks mit Eiern? Ja, würde ich nehmen. Oder nee, warte mal, ich mach mal was anderes. Maiskartoffelwasser. Nein! Was, die ist ja hier drin? Ist ja
einfach eine, ist ja eine Schreierin der Maus. Hey, beschützt das Haus. Ich blute erstmal vor mich hin, ja. Okay. Oh, da kommen sie. Schon. Angegriffen. Au. Ja. So, wer will jetzt Hühnchen essen, du Pisser? Oh, immer noch ich. Könntest du mal aufhören, mich zum Bluten zu bringen? Brauchst du Hilfe? Nö. Ah, die haben es ja gerade schon gezeigt, muss ich sagen. Ich wollte doch nur was Leckeres zu essen machen, aber nein, wird man wieder angegriffen. Wird man angeschrien? Ja! Man kann es den Frauen einfach nicht recht machen. Habe ich das jetzt ange... Okay, ich verkaufe mal 500 Kartoffeln mit. Du liebst es einfach holzsinnlos zu verbrennen, kann das sein? Bitte? Du liebst es einfach holzsinnlos zu verbrennen, kann das sein? Ja, dafür ist das Holz ja da. Irgendwie widerstrebt mir das immer. Wächst doch schnell genug nach. Ja, aber es widerstrebt mir trotzdem. Was mache ich denn jetzt?